Hi Leute, hier ist Jo vom Kanal Erntglück und ich zeige euch heute meine Chili. Heute ist der 29.06. Meine reifen Chili. Wie man hier sieht, eine knallrote Chili. Peter Pepper, Penis Pepper. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass es täuschend ähnlich ausschaut, aber es sieht schon irgendwie so aus, ne? Peter Pepper, Penis Pepper, gelistet in der im Ranking der schärfsten Chili der Welt, aber Gott sei Dank nicht unter den Top 10, sondern irgendwie nahe dran. Da oben ist noch eine. Und dank der künstlichen Befruchtung, die Frucht, die war ja schon vor 2 Monaten da, ist die jetzt reif. Am 29.06. Eine reife Chili am 29.06. Hier haben wir eine rote Spitzpaprika, ebenfalls künstlich befruchtet vor 2 Monaten. Die ist natürlich noch nicht ausgereift, die muss ja noch viel größer werden. Und das ist der Lohn der künstlichen Befruchtung. Die künstliche Befruchtung habe ich in einem anderen Video bereits gezeigt. Ganz einfache Sache. Und wenn man die ersten Früchte hat, hat man auch bald die ersten reifen Früchte. Ist ja klar, ne? Wenn die nicht bloß blühen. So, hier haben wir eine andere Chiliart, die ebenfalls mit künstlicher Befruchtung aufgepeppt wurde. Die ist da oben noch ganz leicht gelblich, aber wirklich ganz leicht. Und witzigerweise, Mama Chili. Gut, die war behindert durch die anderen Kulturen, die außenrum waren. Mama Chili hat sich aber darauf konzentriert, ihr Riesenbaby ausreifen zu lassen. Der Nachteil ist, dass sie in der Zwischenzeit nichts anderes gemacht hat. Also künstliche Befruchtung, dass man dann zwar sehr bald wunderschöne reife Chili hat oder auch andere Früchte. Hier haben wir eine andere Paprikaart, ebenfalls künstlich befruchtet. Jetzt muss ich mal gucken, was das für eine ist. Das könnte eine Black. Moment mal. Ungarische gelbe Chili? Also gelb habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Entweder ist da das Saatgut vertauscht worden. Wow, wunderschön. Und das hier, die andere, die rote, ist ja ungarischer gelber Chili. Also das soll ungarischer gelber Chili sein, der, wenn er reif ist, knallrot ist. Und das da ist ebenfalls ungarischer gelber Chili, der, wenn er reif ist, wunderschön schwarz ist. So, hier haben wir noch eine, der Wuchsform nach würde das wohl nochmal Peter Pepper werden. Ist das eine? Ja, das ist eine Peter Pepper. Da hatte ich eine Mischkultur mit Mailänder Rüblin und immer noch wundervolle Schnittpetersilie. Ja. Und die ungarische gelbe Chili ist wohl eher eine ungarische rote oder eine ungarische schwarze Chili. Okay. Aber
Das war's erstmal wieder von meiner Seite. Tschüss, sagt Jo vom Kanal Endeglück. Und nicht vergessen, Daumen hoch, Abo und so weiter, bla bla. Viel Spaß im neuen Gartenjahr. Bye bye.